Heute will ich euch einmal den HyperX Predator vorstellen. Ich habe hier ein Set mit 16 GB, bestehend aus zwei Modulen mit je 8 GB, DDR4 2933 MHz CL15. Den Speicher gibt es natürlich auch noch in anderen Sets, 4 bis 16 GB als 2er, 4er oder 8er Kit, sprich 128 GB und bis zu 3600 MHz. Natürlich ist hier auch wieder das XMP-Profil an Bord, das für die neuen Chipsätze optimiert worden ist. Man hört ja immer wieder von Problemen bei der Verwendung von XMP auf AMD-Plattformen, aber hier hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Der schwarze Kühlkörper sorgt für eine optimale Wärmeableitung, um auch den Speicher für Gamer und Overclocker interessanter zu machen. Ich habe die RGB-Variante, die mit allen gängigen Mainboards synchronisiert werden können, wie Asus AuraSync, Gigabyte Fusion oder MSI Mystic Lite. Durch die installierte Infrarot-Sync-Technologie, die HyperX hier verbaut hat, laufen alle Module synchron und schaut einfach mal hin, das Ganze funktioniert extrem gut. Falls ihr euch den Speicher anschauen wollt, findet ihr natürlich noch einen Link unten in der Videobeschreibung. Was wir jetzt mit dem Speicher vorhaben und wie gut man ihn vielleicht noch übertakten kann, sehen wir in einem anderen Video. Was haltet ihr von RGB-RAM oder habt ihr vielleicht sogar RGB-RAM? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich für heute. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.